geht erster Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal zurück. Ja, wir sind hier immer noch und immer noch im Sommerfest im Woodland Park Lese. Und an meiner Seite ist der Punisher. Der Punisher, wow, cooler. Der Film war cool. Ja. Und das ist jetzt so dein Callsign. Ja, genau, mein Callsign. Voll cool. Ja. Wir haben auch vorhin auf dem Spielfeld gut abgerockt, ne? Aber ja, Punisher and Friends. Punisher and Friends, Spider, Punisher, jetzt haben wir Leroy, wir haben Leroy Jenkins, also wir haben genug Leute. Ja Mann, Punisher, geil. Kommen wir doch zur ersten Frage. Wie bist du eigentlich zum Airsoft-Spiel gekommen? Tatsächlich ist das schon, gefühlt 20 Jahre her, durch meinen Cousin. Mhm. Wir haben angefangen mit Paintball. Mhm. Bei uns im Garten richtig stumpf ins Gegenwärtig immer abzuballern. Fand man halt total lustig. Weh, ne? Ja, so Räuber- und Gendarmen-mäßig einfach. Ne? Toll. Mit Paper-Markierer. Ja, ohne Witz. Auch keine Abstandsregeln, scheißegal. Und Hauptsache, wir haben irgendwo blaue Flecke gehabt. Und, ja. Ist da mal ein Fensterbett kaputt gegangen? Bitte? Ist da mal ein Fenster kaputt gegangen? Ah, Gewächshaus vom Opa. Das war nicht so geil, aber. Ah, okay. Kann halt passieren. Nein, und ja, irgendwann bin ich dann umgeswitcht auf Airsoft. Weil es für mich einfach interessanter gewesen ist. Dieses, ja, Milsim. Militärische so ein bisschen. Ja, genau. Militärische Anwälte. Ja, also hat seine Reize, finde ich cool. Ja, Paintball ist halt so, ja gut, das ist so wie Eishockey-mäßig so, ne? Das ist, du hast eine volle Montur an, du hast also ein Trikot an. Aber ich persönlich finde beim Paintball immer das Schlimme mit den Farben. Du bist immer voll gekleistert gewesen, warst immer voll mit der Rütze, sage ich immer. Und was ja auch noch deutlicher. Im Gegensatz zu Airsoft ist Paintball ist viel teurer. Das ist es. Erstmal das und nicht nur das teurer, auch der Aufwand. Der Aufwand, Paintball zu betreiben, ist einfach viel höher. Du bist ja ständig immer nur dabei, deine Markierer zu reinigen nach dem Spielen, vor dem Spiel alles zusammenbauen, weil du zerlegst die ja komplett im Endeffekt. Ja. Die Munition, also die Paints sind einfach unfassbar teuer. Und die Anschaffung ja auch. Die Anschaffung, ne? Allgemein. Wobei, ich meine, Airsoft. Markierer sind auch verhältnismäßig teuer. Wenn ja, also es kommt drauf an, was man halt nimmt. Ne? Ja, da gibt es auch von bis, aber da muss halt jeder selber wissen, was er investieren möchte. Ja, ja, richtig. Also ja, klar, es ist ja wie beim Airsoft, klar, du brauchst eine gute Knifte, sag ich mal so, oder einen guten Markierer. Das ist ja auch schon, viele, beim Airsoft ist ja auch schon der, das ist ja was für HPA, läuft ja mit Luftdruck, du brauchst eine Flasche dran, musst auch den ganzen Anschluss dafür haben, das ist ja auch alles preisintensiver. Beim Paintball musst du das haben. Du hast ja keine andere Option, elektrisch oder so zu spielen, weißt du? Na, oder? Ja. Das ist halt, du hast auch im Endeffekt auch die Härte ist auch ein bisschen höher, ne? Die Dual-Grenzen. Ja, ja, du schießt auch mit einer ganz anderen Dual-Stärke, ne? Genau. Mit einem ganz anderen Druck. Ne? Nee, safe. Da schließe ich mich dir komplett an und dann bist du ins Airsoft gewechselt und hast dann deinen ersten GameStar gemacht. Ja, genau. Ich habe dann irgendwann ganz billig gebraucht meine ersten Markierer gekauft. Mhm. Das, war ein G36 damals, das weiß ich noch. Oh, G36. Ja, so ein, ich weiß gar nicht mehr von welchem Hersteller. Ich habe keine Ahnung, es war so richtig billig, das war ja gebraucht. Ne? Ja, okay. Ich habe das gebraucht von irgendwelchen Leuten gekauft. War auch eigentlich auch nicht viel Geld, ne? Ja, im Endeffekt waren es 3 Markierer. Okay. Und ich habe aus 3 einen gemacht. Ja, aus dem, was, genau, dem was? War irgendwo was. Also hast du einen Frankenstein gebastelt. Ja, ja. Richtig. Das ist ja geil. Endresultat ist gewesen, es hat funktioniert. Ja. Ja, ich habe Spaß gehabt und alles ist gut. Und, dann habe ich eine ganz, ganz lange Airsoft-Pause gehabt, weil ich in einem Beruf gewesen bin, wo ich das nicht mehr ausüben konnte. Okay. Zeittechnisch. Mhm. Und auch andere Faktoren, wo ich nicht drüber spreche. Bin dann also mal wieder auf den Geschmack gekommen, mhm, und habe das Hobby jetzt wieder umgesetzt und bin jetzt aktiv eigentlich seit 2 Jahren wieder dabei. Ja, cool. Ja, habe jetzt im Endeffekt mein eigenes, ja, ich will es nicht Team nennen, wir nennen uns einfach Punisher and Friends, weil wir spielen halt einfach mit allen, so wie mit euch jetzt. Safe. Ne? Und einfach voll mit dem Kopf, genau, und die waren so richtig. Und einfach. Aber auch Spaß haben. Ja, richtig. Das ist aber auch die Priorität. Also viele Leute kritisieren ja Airsoft immer, ja, das sind so alles Knallköpfe, die Leute, da sind bekloppt. Aber es ist halt so, du hast es ja auch schon mit deiner Arbeit angesprochen. Da haben wir schon den ersten Punkt. Du musstest es so ein bisschen verheimlichen. Ja? Wenn du es hättest machen wollen, hättest du es verheimlichen müssen. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass das halt immer in so einer Nische bleibt. Ne? Ich finde das eher traurig, dass das in Deutschland halt so quer angesehen wird, ja, so schubladenmäßig. Aber das ist halt natürlich so, es gibt ja keinen anderen Weg herum. Ne? Es ist ja mit Gründen sieht das so militärisch aus.
Es ist ja so, der Grund ist ja, dass du die taktischen Vorteile hast. Ich meine, Magazine sind in einem Plakenträger besser aufgehoben als, und ziehbereit als in einer... In einer Handtasche oder ja, in einer Beintasche oder so. Ja, ja. Und, mach dir mal 10 Magazine ja. In solche... Du bewegst dich wie ein Pinguin. Genau, außerdem kannst du auch... Du brauchst halt Ewigkeiten, bis du einfach mal das Magazin gewechselt hast oder so. Richtig. Oder du verlierst es auf halbem Weg, heute auch. Ja, da haben ja viele Leute Pistole verloren, ja. Weil die halt auch kein Holz haben. Es muss einfach Militär... Warum macht das Militär so? Ja, weil es halt im Einsatz, was jetzt nicht im Vergleich eigentlich sein soll, im Einsatz einfach den Kampf erleichtert. Es ist ja auch irgendwo ein Wettkampf, den wir hier haben, untereinander betreiben. Ja, im Airsoft, wir wollen ja jemanden treffen. Und da muss einfach mal ein schneller Magazinwechsel sein. Ja, und da haben wir halt die Dinge an Plattenträger, an der Jacke oder sonst wo, aber nicht in der Tasche rumwuseln. Ja. Das würde es einfach erschweren. Außerdem sieht es auch cool aus. Ja, erstmal genau, es ist halt einfach der optische Faktor. Ne? Es ist auch einfach ja. So, wir wollen einfach cool aussehen. Und cool wirken, cool sein und dann gehört das einfach dazu. Der Spaßfaktor ist auch da richtig. Größer, weil auch wenn du jetzt im Wald spielst, ja, dann hast du halt Waldklamotten an, damit du auch nicht gut gesehen wirst. Ja, du willst dich auch so ein bisschen verstecken, du willst ein bisschen getarnt sein. Richtig. Du willst halt gewinnen irgendwo auch. Richtig, ne? Richtig, genau. Ja, wobei es gibt da auch im Airsoft halt auch andere Spielarten, also dieses, was jetzt auch immer mehr kommt, ist ja das Speedsoft, ja. Wo ich auch nicht abgeneigt bin, das zu spielen. Aber ich werde einfach zu alt. Ich kann mich einfach nicht mehr so schnell bewegen. Ja gut, ich habe schon gesehen, die haben ja auch so Kniescheiben. Oh, ja. Aber ich glaube... Also das kommt ja quasi von dem Paintball, das sieht ja schon aus dem Paintball-Spiel. Es ist Paintball, ne? Nur als erstes mit Airsoft. Genau, richtig. Ja, also es ist ja, ja. Sehr, ja, richtig. Und halt nicht mit so hohen Joule-Zahlen, ne? Nee, da weiß ich nicht, was die Joule-Stärken da sind. Ich weiß halt nur, dass es halt unfassbar schnelles Spiel ist, was halt aber auch echt Laune macht. Ne? Aber die sind ja auch noch gerade, also die Speedsoft-Szene, die ist ja auch gerade versucht, dass das als offizieller Sport angesehen genau. Wird. Wenn das der Fall ist, könnte es auch sein, dass im Airsoft generell einfach Lockerungen ja. Stattfinden. Ne? Ja, es ist einfach, es wird einfach, das Problem ist halt auch, dass es einfach zu viele Leute gibt, die ja, falsch mit den Waffen umgehen ja, oder richtig. Mit den Markierern genau. Und sich halt nicht an gewisse Regeln halten. Genau. Das ist, aber ja. Du hast immer irgendwo schwarze Schafe. Richtig, ne? Das hast du überall. Also der Punkt ist ja auch, es ist ja auch meistens, wird sich mit diesem Thema ja nicht richtig befasst. Und dann muss aber jemand, der sich mit diesem Thema nicht befasst, Regeln dafür aufstellen. Und die ergeben dann halt meistens nicht unbedingt viel Sinn. Ich schließe mich da komplett dir an. Es ist halt immer, wie gesagt, dieses Schubladendenken, was man ja, genau, hat. Ne? Und dann bist du halt am Ende des Tages, nehmen wir mal das Lampenbeispiel. Ich darf eine Lampe so in der Hand halten, meine Pistole so halten. Okay, das ist okay, aber eine Pistole an der Lampe, das darf ich nicht. Ja, ja. Mag sein, ja, es ist... Weil es halt dann wieder zu real ist. Ja, ja, es ist einfach zu real an der, an dem militärischen Aspekt. Also ja, richtig. Richtig militärisch. Aber ja, du kannst, da kommen wir auch noch auf den Punkt, es gibt da Leute, die können, sind schwarze Schafe. Es gibt, du kannst 10.000 Mal das Richtige machen, einmal das Falsche oder das Erste, das Falsche bleibt immer in den Köpfen der richtig, Leute. Ja. Das ist einfacher, sich sowas zu merken, weil es halt falsch gewesen ist. Flutter für die Kritiker halt, ne? Richtig. Ja, das ist halt schade, aber gut, Hauptsache, wir können es irgendwie ausüben und oder spielen. Und, wir wollen halt, dass dieser Sport, es ist ja nochmal ein Sport, richtig. Wir wollen ja, dass er nicht falsch verstanden wird. Klar, was du schon sagtest, wir laufen hier so ein bisschen militärisch und auch taktisch rum. Viele wollen das ja nicht hören, taktisch und sowas alles. Aber es läuft nun mal so. Richtig, ne? Genau. Und der Erfolg auf dem Feld gibt einem recht, wenn man mal auch ein bisschen taktischer was macht. Klar. Und vor allen Dingen, ich habe es jetzt oft genug selber miterlebt, wenn du die Leute in den ersten beiden Runden lässt du sie einfach spielen. Die kriegen jetzt halt auf die Mütze und dann gehst du halt nach den zwei Runden dann hin und sagst, hey, passt mal auf, wollen wir mal versuchen, ein bisschen was taktisch zu machen oder wir teilen uns jetzt mal auf. Haben wir heute noch gehabt, genau, die erste Runde haben wir richtig, ja verloren und dann haben wir uns abgesprochen, hab den Leuten ein paar Ansagen gemacht und hey, pass auf, und dann hat es funktioniert, dann haben wir auch gewonnen. Genau, und das Schöne ist, na, das ist ja auch wieder Punisher and Friends, guck mal, wir kennen uns gar nicht. Richtig. Wir haben uns heute im Endeffekt kennengelernt. Anschluss gefunden. Ja, und es hat die Sympathie war da. Richtig. Und es hat harmoniert auf dem Spielfeld. Top, ehrlich. Ja, safe. Also das ist immer das Schöne und ich sage, das ist so eine Magie im Airsoft. Airsoft ist im Endeffekt, ihr braucht keine Freunde haben. Ihr braucht keine Freunde haben, die mit euch da hier mitkommen. Ihr könnt einfach alleine losziehen. Ja. Ihr findet Anschluss. Genau. Es gibt hier keine Leute, die sagen, naja, ich helfe dir nicht oder ey, nee, hier darfst du meiner Knift nicht mal schießen. Also wie viel oft ich schon meine Knift an jemanden gegeben habe, hey, darf mal schießen? Ja klar, ja, hier. Auch heute. Oder mir mal eine Waffe mal ausliehen ja, haben. Genau. Ja, das ist voll normal. Bei mir jetzt auch im Team, einer von meinem einen Teammate ist der Markierer leider ausgefallen.
Ja, er hat halt meinen zweiten Führer. So, und das hätte ich jetzt bei jedem anderen hier auch gemacht, auch wenn ich ihn nicht kenne, weil im Vordergrund steht immer das Spiel und das Spaß haben hier. Und, wenn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Spieltag gefallen ist. Ja, vor allen Dingen, jetzt mal überleg mal, du hast hier, hier kommen Leute, die kommen ja, keine Ahnung, die reisen ja hier 4 oder 5 Stunden an. Ja, richtig. Und jetzt können die nicht spielen. Richtig. Ja, ey Mann, nimm doch einfach meinen zweiten Markierer, hab Spaß, alles ist gut. Oder man kann sich auch zur Not, auch eine Leihwaffe. Ja, genau. Ja. Ne? Ist zwar nicht so ein geiler Spaß, aber... Ja, wenn du den Vorteil hast auf einem Feld und Leihwaffen hast, richtig, dann kannst du natürlich auch eine Leihwaffe nehmen, aber nicht jedes Spielfeld hat auch vielleicht Leihwaffen. Nee, ist richtig, genau. Ja. Das schließe ich mich genau dir 100% an. Da sind wir schon auch eigentlich schon fast alles geskippt, so, du hast die Fragen schon selbst sogar nach und nach beantwortet. Aber nehmen wir mal an, du könntest dem einen da draußen, der noch nicht Airsoft spielt, einen Tipp geben. Welcher wäre es? Kauft euch eine HPA. Okay. Nein. Ja, Tipps, es gibt viele Tipps. Der wichtigste. Fangt einfach klein an. Ja. Fangt einfach klein an. Holt euch einfach irgendwie erstmal irgendwas Gebrauchtes. Gebt nicht so viel Geld aus. Es ist halt, ja, ihr müsst auch erstmal gucken, ob euch das gefällt. Richtig. Ne? Vielleicht auch einfach auf dem Spielfeld gehen, sich eine Leihwaffe nehmen und gucken, ob das. Und dann bei anderen Spielern holen. Das, was du eben auch schon gesagt hast. Guckt euch die Markierer von irgendwelchen anderen Leuten halt an. Fragt, kann ich mal benutzen. Klar. Ne? Und, safe. Ich denke, dann fahrt ihr auf jeden Fall ganz gut. Ja. Punisher, das war so ein cooles Gespräch. Die Zeit ist so schnell rumgegangen. Mega danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ihr da seid. Dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder auf dem Spielfeld. Und in der Optik. In der Optik, genau. Falls das Spiel gefallen hat, Daumen hoch, kommentiert, wie euer erster Spieltag war, ob ihr mal, was eure Erfahrungen im Airsoft-Bau waren und falls das noch nicht getan hat und Lust drauf habt, kommt in den Woodland Park Käse. Hier sind eigentlich nur coole Dudes unterwegs, unter anderem auch Leroy und ich, Punisher and Friends, ne? Be a part of it. Und ja, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Kanalmitglied werden seid könnt und es werden wollt, ihr würdet uns damit extremst krass unterstützen. Sonst, wir sind raus.